Liebe Rollstuhlbasketballfreunde, willkommen hier zurück in der Schar-Arena. An meiner Seite Andi Escher, Organisator des JLP hier in Stuttgart. Ja, wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter, so ein Turnier hier aus der Taufe zu heben und zu organisieren? Das will ich gar nicht wirklich nachrechnen, weil es im Endeffekt einfach viel Begeisterung ist. Es ist zwar mein Job, aber unterm Strich geht es eigentlich nur darum, so viel Arbeit reinzustecken und Herzblut, dass es am Schluss gut läuft. Die Woche war es dann unterm Strich wahrscheinlich ja, so 80 Stunden. Aber ich muss auch sagen, es macht verdammt viel Spaß, auch wenn es viel Arbeit ist. Ja. Warum macht ihr als WBS das? Warum tut ihr euch das an, so einen Pokal auszurichten hier in Stuttgart? Ich denke, wichtig ist, wie man den Behindertensport darstellt. Mir geht es vor allem darum und unser Verband geht es darum, dass wir die Faszination Behindertensport darstellen. Das heißt, wenn wir was machen, dann wollen wir auch eine tolle Sportart präsentieren und wollen die Sportart auch entsprechend präsentieren, wie jetzt den Länderpokal in der Scharena und Rollstuhlbasketball ist einfach sehr spektakulär und ja, haut richtig rein. Ja, du hast gesagt, spektakulär. Du bist ja auch im Tischtennis unterwegs, ne, mit Thomas Prüschl und so weiter. Die kennst du ja auch alle. Bist ja eher so der kleine Ball. Was macht den Sport aus, den Rollstuhlbasketball jetzt? Du hast eben schon von Dynamik gesprochen. Gibt es noch Dinge, wo du sagst, hey, jetzt die jungen Leute, die alle hierher kommen nach Stuttgart, ist es zum Beispiel eine Sache, wo du sagst, boah, coole Sache? Also was ich sehr faszinierend finde im Mannschaftssport ist, wie die untereinander sich auch gegenseitig helfen. Und man merkt auch, glaube ich, dass der ein oder andere Rollstuhlfahrer, der vielleicht bei den Eltern noch zu Hause behütet war, ich glaube, wenn der so in ein Team kommt, ich glaube, der lernt einfach im Bereich Selbstständigkeit sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass der ein oder andere da auch ein bisschen von seinen Teamkameraden am Anfang aufgezogen wird, wenn er was Ja. nicht alleine kann. Und das fasziniert mich an einer Mannschaftssportart wie Rollstuhlbasketball absolut. Man merkt wirklich, dass die nicht nur sportlich, sondern auch als Charakter durch so eine Teamsportart vorankommen. Hängt viel Herzblut an dir beziehungsweise an der Geschichte, aber es gibt auch jede Menge Partner, die das hier unterstützen, oder? Ja, also ist ein Event, das mit einem ordentlichen finanziellen Volumen nur gemacht werden kann. Es gibt viele Partner, unter anderem die Stadt Stuttgart. Dann sind noch ein paar Stiftungen dabei, mit der Lechler Stiftung, mit der Allianz Stiftung für die Jugend. Und dann sind auch noch ein paar Sponsoren dabei. Wir als Verband stecken natürlich auch noch vor allem Arbeitszeit rein, aber auch Kohle. Und ja, unterm Strich wäre es überhaupt nicht möglich ohne Partner. Ja, du hast vorhin so ein bisschen spaßeshalber gesagt, wie wir draußen in der Halle waren. Es darf alles passieren oder die Halle abbrennen. Wann bist du zufrieden, wenn das Event jetzt am Sonntag dann zu Ende ist? Was ist für dich dann, wann kannst du zufrieden nach Hause gehen und sagen, boah, war eine coole Sache hier in der Schar-Arena in Stuttgart? Also zufrieden werde ich definitiv nicht sein, einfach vor dem Hintergrund, es ist ein tolles Event, aber wir haben viel zu wenig Zuschauer. Das heißt, das ist aber auch eigentlich nicht das Ziel. Für mich ist das erste Ziel, dass das Turnier einfach einen sportlichen Stellenwert hat, dass die Spieler zufrieden sind, dass die Coaches zufrieden sind. Ziel wäre es für die Zukunft, man muss sich einfach auch überlegen, was man für eine Maßnahme macht, um wirklich mehr Zuschauer zu bekommen. Vielleicht enger mit einem Bundesliga-Verein im Basketball zusammenarbeiten, der dann vor allem aktiv uns dabei hilft, die Halle voll zu machen. Weil ich denke, das haben die Sportler auch verdient. Ja, denke ich auch. Schönes Schlusswort, Andreas. Ich danke dir für deine Zeit, für die Worte und wünsche dir natürlich viel Erfolg für morgen noch und für die hoffentlich zukünftigen JLPs hier in Stuttgart. Dankeschön. Danke auch. Ja.